Hallihallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Nier Automata. Nachdem ich den letzten Part ja ein bisschen überzogen habe, machen wir hier weiter mit dem Waldkönigreich. Wir haben hier einen Punkt für die Nebenaufgabe. Mit Fragezeichen, okay. Oh. Okay, now wait, what? Stufe 30, uiuiui, okay. Dann reparieren wir den mal. Tut mir leid, Wildschwein, aber da musst du jetzt mit durch. Oder da wirst du jetzt leider auch getroffen. Ja, das war jetzt natürlich sehr gen. Uiuiui, aber kein One-Hit. Das ist immer schön, wobei ich beim Wildschwein aufpassen muss. Die Tiere machen immer so viel Schaden. Wobei mir das Wildschwein jetzt auch ein bisschen leid tut, aber wenn der hier jetzt mittendrin jetzt ist. Dann muss er leider mitleiden. Du solltest uns erstmal fragen, was wir wollen, bevor du uns hier einfach so rücksichtslos angreifst. Ich meine, wir haben gerade deine Hütte als hübsch bezeichnet. Aber der scheint keiner von den Waldbewohnern zu sein. Weil der trägt ein etwas anderes Outfit. Ah, ich sollte vielleicht. Ich wollte gerade mal nach dem Wildschwein schauen. Schon. Ich schieße ihn mit auf. Ah, hast du dich beruhigt? Bitte, ich flehe euch an. Verschont sie. Hm? Bitte, ich flehe euch an. Wir haben gerade. Wir werden deine Viecher. Autsch! Warum hast du überhaupt all diese Tiere? Vor langer Zeit habe ich einmal ein verletztes Tier gerettet. Oh. Ja, kann sie nicht denn? Oh. Oh. Wenn ich bringe ich ja. Wir sollten nicht erzählen, dass wir gerade also vor ein paar Parts ein paar Tiere noch umgebracht haben für Tierfälle zur Waffenausbesserung. Aber wir verschonen die natürlich. Oh. Der ist ja süß. Der hat Freunde von Tieren gefunden. Und kümmert sich liebevoll um die. Oh, wir können sogar mit dir sprechen. Oh. Wir sollen wohl dich ja ein bisschen später besuchen. Dann lass mich hier das Wildschwein in Ruhe. Hört euch mal diesen Gesang an. Ich verstehe zwar kein Wort, aber der ist schön. Der Weg ist auch nicht gerade für verletzte Tiere gemacht zudem, ne? Ja, na ja. Ich will mal nett zu sein. Er wird schon seine Wege kennen, die Tiere hier über die Wurzeln zu bringen. Okay, und da links ist wieder auf einen Nebenaufgabenpunkt. Stört die Musik. Utsch, utsch.
Okay, froh, dass sie nicht so viel Schaden machen aktuell. So prozentual gesehen. Weil da sehe ich keinen Wert. Da sehe ich bei den ganzen Zahlen nicht den Wert, den sie mir genau zufügen. Torwächtermaschine. Eine Maschine nicht mit, würde uns verstehen. Nur jemand mit Hacking-Fähigkeiten. Nein, S. Hier ist dein Job gefragt. Oder. Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, kann ich dir auch nicht helfen. Mal rein für den seltsamen Brief. Aber ansonsten, wir haben jetzt ja noch den einen Punkt hier hinten. Das ist mitten in der Schlucht. Und ich da, das ist immer das mitten in der, das unten in der, unter der Schlucht. Könnte schon fast unter der Schlucht sein. Dann haben wir hier die Hauptaufgabe. Dann gehen wir mal dorthin. Während hier noch die Musik spielt. Ja, da ist ein Schloss. Ein großes sogar. Ich frage mich, ob da oben irgendwas ist. Ob der überhaupt hinkommen könnte. Ein großes Ei. Nope, da komme ich nicht hoch. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? War nicht. Und da liegt auch wieder was. Ist okay. Okay, das ist die Schlucht. Da drüben liegt was. Komme ich von da vielleicht drüber? Weil ich habe jetzt keine Lust da den ganzen. Oh, da gibt's sogar eine Brücke. So, hier gibt es eine Brücke da und dann dort rüber. Und ich geh. Okay, hier ist eine Kiste, aber hier sieht die auch versperrt aus. Ja. Ah, da unten sind die. Sind sie? Die haben sogar Schilder. Ja, die haben Schilder. Schauen wir mal, ob wir die so fertig machen können. Alle Schilder sind weg. Alle Schilder sind weg. Uiuiui. Weiteren sollte ich vielleicht nicht bekommen. So. Das Geld einsammeln. Vielleicht brauchen wir das noch. Oh, oh, oh. Also die haben schon Buchdiebstege drauf.
Aber nichts gegen mich, wenn ich ein neues Level erreiche. Dann würde ich sagen, gehen wir hier über die Brücke. Ich glaube, der Weg scheint mir am entspanntesten zu sein. Nicht, dass ich hier irgendwie ins Wasser fliege, weil ich denke da, ja, also ich sterbe hier. Ganz platt gesagt. So those machines had a king? But how can a concept like loyalty be understood by a machine? Gute Frage, Linus. Gute Frage. Okay, was war das gerade? Die Musik ist zu Ende. Die Tür aufmachen vielleicht? Nein, kann ich nicht. Okay. Oh Gott. Wie heißt das Zeitalter mit solchen Torbögen? Hm? Die Vögel, okay. Oh, neuer Gegner. Uiuiui. Wow, ich wollte gerade springen. Also der hat mich da jetzt ein bisschen kalt erwischt mit seiner Schockwelle. Na, was steht da? In einer Welt aus, ja gut, aus Sand passt jetzt halt nicht so ganz, aber naja, was auch immer. Ach komm. Nein, ich wollte die Nachricht nicht ändern. Pff, dann kann ich jetzt ja wieder das machen. Das kommt davon, wenn man was anderes macht, um jetzt halt beispielsweise sein Glas nachzufüllen und sich nicht auf die Pfeile auf der PS4-Controller konzentriert, sondern was anderes macht. Aber naja, dann lassen wir mal den Ladebildschirm sein und dann sollen wir hier auch gleich wieder zurückrennen. Ich habe im Wald gespeichert, oder? Ich glaube, ich habe im letzten Part im Wald gespeichert, als wir den Zugriffspunkt da aktiviert haben. Ja, das sieht gut aus. I'll be honest though. I don't quite get why she cares about these particular photos. Everyone has memories that are precious for one reason or another. It's not for us to judge their value. They're important to her. That's all we need to know. Yeah, I guess. Schön, dass sich dieser Dialog wiederholt hat. Aber ich hab... Na, Mist, ich komm hier nicht vorbei. Ich kann mir nicht allzu viel Zeit hier lassen. Ja, ja, ja. Stirb einfach. What is with these guys? Don't listen to what they're saying to be. Oh, nee, 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 nee. So. Wirklich aufpassen. Schließlich, wenn ich jetzt halt sterbe, verliere ich meine Sachen wieder. Warum bekämpfe ich die dann eigentlich? Mein Gott. Vielleicht für ein paar extra EXP, aber naja. Ich will mal nicht so sein. Oder für ein paar extra Chips. So, lass mal den Truppenführer alleine. Wie ging es jetzt halt nochmal? Da ist die Brücke. So. Ich weiß schon. Schauen, sorgen. Also das für ein Chip.
Na, schau ich mir spät. Komme ich hier irgendwie weiter? Ja, okay, gut. Dann bin ich nicht komplett verloren. Aber ich muss schnell zur Brücke hier. Gibt's einen Weg? Dann wäre das ein. Sammle ich noch alles ein. So, die lasse ich jetzt mal da liegen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange da mein Körper liegt und ich möchte diese Chips nicht verlieren, die ich da hatte. Vor allem die physische VTT. Ah, fuck, ich bin wieder bei 15 Minuten. Ach Gott, ich vergesse inzwischen die Zeit. Das ist... Eigentlich ist es gut, weil mir das Spiel sehr gefällt, aber das ist schlecht, weil die Partlänge dann wieder so lang wird. Dann würde ich sagen, ich gehe hier über die Brücke. Mache ich hier einen Break? So, seine Fragestellung beendet. Gut, weil dann würde ich jetzt hier liebend gern im Pausenmenü, damit ich nicht so viel Zeit verliere im Game, hier den Part beenden. Falls euch dieser gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und Kommentar da. Auch die Gedanken, was ihr sonst zu dem Gesagten von 9S oder ähnlichem denkt. Ich lese es mir mit Freuden durch und auf Wiedersehen.